Hole die Insassen aus dem Zellenblock. Ach so, es ist schon der nächste Arbeitstag. Und die, natürlich ist die Facecam genau auf der Höhe, wo man quasi die Aufgabe sieht, ne? So, Chat, ich möchte jetzt hier keine Randale sehen. Wir haben jetzt spät. Es wird Zeit. Wir sind immer noch im Grünschnabel. Wir haben 30 fucking Dollar. Das ist ja gar nichts. Haben wir jetzt eigentlich hier, wie ging das noch da? Okay, wir haben einen Stock, wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Dann wollen wir doch mal gucken, wer hier heute wieder die Fresse aufreißt, ne? Hallöchen. Scott! Wunderschönen Tag, mein Lieber! Glaube ich überhaupt richtig? Ich bin mir gar nicht bewusst, ob ich jetzt hier richtig bin oder nicht. Es wird jetzt nämlich mal locht, Leute. Jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen bemühen hier. Guten Tag. Hast du es eilig? Ja, natürlich, Sam, Alter. Wenigstens einer, der sich hier um die Aufgaben kümmert, mein Freund. Ich bin Neuling und bin hier der Fleißigste. Was ist los mit euch? Kann doch wohl nicht da sein. So, da wird es bestimmt jetzt wieder irgendeinen scheiß Aufstand geben von jemandem, weißt du? Da wird sich jemand wieder prügeln. Der hat meinen Fingernagel auf... Helmut? Respekt. Dass du dabei kannst, ne? Ohne Witz, ich würde die Krise kriegen. Der sitzt da einfach, chillt seine Arschbacken auf dem Toilettenklo. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um zum Arbeitsbereich zu gelangen, musst du zuerst einige Gefangene mit dem Klicker auswählen. Die ausgewählten Personen versammeln sich dann und sind einsatzbereit. Jetzt ist natürlich die Frage, wer heute für uns arbeiten darf, Leute, ne? Topsy möchte nicht arbeiten, das heißt, Topsy wird auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Du kannst so viele Leute wie möglich mitnehmen und in der Werkstatt zu arbeiten. Ruf eine Besprechung ein und wähle die Gefangene mit einem Klicker aus. Alles klar. 5 Häftlinge können wir mitnehmen. Jo, die pinkeln einfach mit offener Tür. Wollt ihr mich verarschen? Paper? Sag mal. Okay, wie kann ich jetzt hier eine Besprechung rausballern? Wie mache ich das? Kann ich irgendwie was drücken, damit die alle hier vor die Zelle treten oder was? Leute! Kann das mal wer wegmachen? Das ist ja ekelhaft. Ich kann nichts drücken, oder? Was hat er denn? Was ist denn mit dir? Guten Morgen, Herr Wachmann. Heike! Könntest du etwas für mich erledigen? Junge, ich gebe dir die Aufgaben. Willst du mich verarschen? Das kommt drauf an. Ich brauche Zigaretten für gestern. Wie für gestern? Es gibt nichts umsonst, mein Freund. Richtig, hol mir das bis heute Abend. Im Gegenzug kriegst du 80 Dollar. Woher hast du 80 Dollar? Und wo versteckst du... Ich möchte gar nicht wissen, wo du die versteckst. Das ist ja... Ich werde kostenfrei dankbar sein. Es ist wirklich dringend... Was? Also schön. Verdammt geil. Such mich auf, wenn du fertig bist. Junge, das ist doch einfach nur... Das ist doch nur ein Plan, um mich zu verarschen, oder nicht? Beschaffe Zigaretten. Wie kann ich denn jetzt die Häftlinge auswählen? Wie kann ich... Jawohl, komm mal ran hier! Also, wen haben wir denn? Haben wir Trandullion, Hakuna Matata... Junge, Dobby ist heute wohl besonders freizügig unterwegs, ne? Du kommst mal ran! Wenn du die maximale Anzahl von Personen versammelt hast, wähle den Befehl, folgt mir. Die Gefangenen werden dir dann zur Werkstatt folgen. Ja, will ich mal hoffen. Stell dich mal dahin, du. Heute extra Schicht. Paper Crony. Topsy, au. Junge, ihr seid doch in der Gang, oder was? Die oben ohne Gang, oder wie? Raus. Boom Arena, ja, ich lass mal da. André Unhold, ich glaube, der kann nicht gut arbeiten. Das lassen wir mal lieber sein. Bubble Lutz gefällt mir. Geh mal da in die Reihe. Wen haben wir denn da? Grateng. Nee, warte mal. Das ist Grateng. Du denkst noch. Das dauert aber ganz schön lange. Das ist eine Seltenheit. Wenn du die Seife auf den Boden fallen lässt. Was? Ist dann der Boden sauber oder die Seife schmutzig? Was ist denn mit euch? Okay, ich glaube, ich lasse euch mal in Ruhe. Ihr könnt noch ein bisschen flirten. Firenzchen kommt mal mit, glaube ich, heute, oder? Nee, warte mal. Das Takira ist das, ne? Das ist Firenzchen. Zwei Plätze haben wir noch. Firenzchen und Takira, komm. Abfahrt. Guck mal, wie schön ihr euch aufstellen könnt. Das ist ja der Wahnsinn. Ey, wehe, macht irgendwelche Scheiße, ne? Klopf, klopf.
Wer ist da? Warum hatte das Huhn Angst, die Straße zu überqueren? Weil es ein Huhn ist? Ja, und ich glaube, damit sind wir dann auch erstmal durch. Folgt mir. Los, hinterher. Keine Scherze hier, ne? Keine Scheiße. Ich sag's euch. Ich hab die Waffen. Mitkommen. Jetzt geht es los. In ganz großen Schritten. Wir packen der Heidi von hinten all die... Macht ihr keinen Scheiß, Leute. Ihr seid hier zum Arbeiten und nicht zum Witz erzählen. Meine Fresse. Hey, mal diese Kacke hier. So, und ihr arbeitet nicht vernünftig, ne? Wir kontrollieren das. Rein da. Los. Hopp, hopp. Aber ganz schnell. Ja, schön. Routine-Werkstatt. Geh jetzt zum Schließfach rechts vom Eingang. Nimm die von dir ausgewählten Werkzeuge heraus, standardmäßig mit E. Und gehe dann zu jedem der Sträflinge, um ein Werkzeug zum Arbeiten zu geben. Stell dir sicher, dass auch jeder arbeitet. Bei Faulpenzen kannst du erst Worte, dann Taten wirken lassen. Was, erst Worte? Zack. Taten von Am... Was? Takira hat dir einen Vogel gezeigt? Ich werde mich dafür jetzt nicht... Ich werde mich nicht anstecken lassen, Leute. Gefangene müssen für eine bestimmte Zeit arbeiten, aber wenn sie länger arbeiten, wird das Gefängnis mehr Geld verdienen. Aber dann werden sie wahrscheinlich auch ein bisschen abgefuckter sein, ne? So. Dann lasst uns doch mal ganz schön gucken, Leute. Also, ich glaube, euch ist selber bewusst, dass es kein... Ich glaube, euch ist bewusst, wir haben hier ganz viele Wachmänner, dass es keinen Sinn macht, wenn ihr jetzt hier einen Aufstand reinballert, ne? Also macht eure Scheiße, macht eure Arbeit und dann werdet ihr am Ende des Tages einen richtig schönen Tag haben. Ihr werdet einen richtig schönen Tag haben und werdet zufrieden sein, Leute. Da wollen wir nochmal gucken, wer für wen jetzt, für was jetzt hier in Frage kommt. Ich glaube, der Schraubendreher, der Hammer ist nicht für Takira, die Takira ist ein bisschen zu aggressiv. Ich glaube, Takira kriegt die Pfeile. Mein Arsch, Junge, dann... Es gibt was, das Toilettenpapier heißt, mein Freund. Leute, ihr habt... ganz ehrlich, ihr müsst eure Bedürfnisse wirklich selber im Griff haben. Das kann ja nicht sein, ey. So, hier. Alles klar, Takira. Okay. Nimm das Werkzeug aus dem Lager. Hab ich doch gerade. Ach so. Hä? Sag mal. Ich hab's doch gerade runterge... Hä? Jetzt haben wir nicht, das ist Buggy. Och, nee, oder? Oh, come on. Borelchen. Okay, pass auf. Kann ich dir jetzt irgendwas geben? Ich bin zu dumm, um mein... Ich bin zu dumm, um meine... Nimm das Werkzeug. Vielleicht alle Werkzeuge. Ja, es könnte sein. Warte mal. Ah ja, ihr habt recht. Okay. Dann würde ich mal sagen, Takira. Endlich ein produktiver Tag. Ja, pass mal auf, wenn ich mit dir fertig bin. Hier. Du kriegst die Pfeile. Ein Moment, ich muss mal kurz. Oh, come on. Borelchen. Du kriegst. Dann kriegst du halt die Akte? Hä? Hier. Hi ho, hi ho, wir sind gefangen und froh. Ja, Takira kennt den Text, so muss das sein. Viel Spaß damit. Mach keinen Scheiß, ja? Okay, das ist die Pfeile. So, dann krieg ich Firenzchen. Was kriegt denn Firenzchen? Den Hammer! Gönn dir! So, dann haben wir noch Babbelutz. Halt die Schnauze. Ich sag dir, was zu tun ist, mein Freund. Du kriegst den Schraubenschlüssel. Dann haben wir hier noch Boomerina. Und hier wird nicht gebumst. Hier wird nicht geöppelt. Ist euch das bewusst? Du kannst den Schraubendreher einmal kurz, ne? Hier, Dingsbumsen. Es ist so klein, aber es wird... Ah!
Leute, ich sag's euch. Ey, sollte ich herausfinden, ne? Sollte ich herausfinden, dass ihr irgendeine Scheiße euch irgendwo reinsteckt, dann krieg ich wirklich, ihr werdet nicht mehr glücklich, ne? Ich bin bereit. Oh, du fallst dann hier schön ab, Frau Takira, das ist alles wunderbar. Was wird hier eigentlich gebaut? Baut ihr Stühle oder was? Mein Schicksal ist eine Verschwendung. Ach, jetzt hör doch mal auf, hier rumzumimmeln. Was ist denn los mit dir? Aha. Wie sieht das hier aus? Aha. Ist hier sonst noch jemand? Ai, okay. Oh! Verletzte Gefangene. Manchmal kann ein Gefangener bei Kämpfen oder Messerwunden schwer verletzt werden. In diesem Fall musst du Hilfe rufen. Ach du Scheiße. Nimm das Walkie-Talkie. Geh zum Verwundeten und rufe um Hilfe. Das entsprechende Personal wird sich um ihn kümmern. In extremen Fällen kann ein verwundeter Gefangener bluten. Wenn du ihm dann nicht rechtzeitig hilfst, stirbt er womöglich. Ein toter Gefangener wird wie ein Verletzter gemeldet. Sein Körper wird jedoch in die Leichenhalle gebracht. Lass nicht so viele Menschen in kurzer Zeit sterben. Was ist mit euch? Wenn ein Sternsymbol über den Gefangenen erscheint, bedeutet dies, dass er gerade das Bewusstsein verloren hat. Noch nach einer Weile steht er von alleine wieder auf. Hä? Was soll denn das jetzt für eine Scheiße hier? Das kommt davon, wenn man sich Werkzeuge in den Arsch steckt. Wir brauchen hier Hilfe. Okay, ich glaube, Dobby ist für heute im Feierabend. Die simuliert nur, damit die nicht arbeiten muss. Ich wusste es. Ich wusste es. Los, schneller. Schnauze, das ist doch kein Pfeifen. Weiß nicht, was Pfeifen ist, Takira, oder was? Firenzchen, alles gut. Hier wird auch weitergemacht. Alles klar, Boom ist auch dabei. Sehr schön, Leute. Schön aufpassen hier, ne? Ihr müsst nur schöne Stühle bauen. Da könnt ihr euch dann irgendwann draufsetzen. Für eine kurze Zeit. Wenn ihr lieb seid. Vielleitsollten wir den Raum hier zumachen. Ich mach mal die Tür zu, ne? Keine Scheiße machen, Leute. Keine Scheiße machen. Gleich habt ihr das geschafft. Gleich habt ihr das geschafft. Takira, sehr gut. Was? Wenn die Mindestzeit erreicht ist, kannst du mit dem Befehl Appell standardmäßig Tab zusammenrufen. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Du kannst sie aber auch weiterarbeiten lassen, dann gibt es auch mehr Geld. Okay. Das heißt, wir können sie jetzt weiterarbeiten lassen, aber dann wird er wahrscheinlich abgefuckt, ne? Ich weiß ja nicht so genau. Ein bisschen können wir noch, oder? Damit ihr mal lernt, wo es hier lang geht, Leute. Ansonsten kommt gleich der Schwamm zu euch, dann werdet ihr gewaschen. Hier. Was war das denn für eine Scheiße? Deswegen hat die simuliert. Ablenkung. Junge. Ich glaube, es hackt. So, Leute. Ich würde sagen, das reicht. Ihr dürft auch nicht zu müde werden. Ihr müsst ja auch noch die Seife aufheben, ne? So, dann kommt mal hier ran, bitte. Bring das Werkzeug zurück, ja. Bitte einmal Werkzeug. Muss ich euch jetzt das Werkzeug abgeben, oder was? Ich muss euch das Werkzeug abnehmen, wahrscheinlich, ne? Her mit dem Werkzeug. Schnauze. Gib dein Werkzeug her. Ihr seid so aggressiv, ne? Ihr seid so unangenehm. So, Boom Arena ist schon mal durch. Werkzeug bitte. Tu doch nicht so. Ja. Und bereite dich für die Durchsuchung. Was? Oh, da werden mal ein bisschen die Notausgänge durchgeblasen, ne? Jetzt tu mal nicht so unwissend, mein Freund. Der hat die Pfeile geklaut von Takira, einfach Drecksau. Das wäre eine Schande, aber vielleicht können wir irgendwie miteinander auskommen. Darf ich es behalten? Oh. Das sollten wir vielleicht nicht machen, oder? Nee, gib das her. Ich habe mich verdammt nochmal getäuscht. Halt die Schnauze. Wir hätten auch reden können. Aber jetzt so hinterhältig hier was rauszuschmuggeln, bist du selber schuld. Wenn ich das nochmal sehe, kriegst du den Diebel in den Arsch, mein Freund. Dann bist du selbst zur Pfeile. So, Firenzchen. Du warst doch immer sehr gutmütig, oder? Wir sind fertig für heute. Gib mir das Werkzeug, bitte. Ich hab Hunger, ja? Du wirst gleich was essen können, wenn du da lieb bist. Ah, Glück gehabt.
Ich glaube, Takira hat was dabei, Leute. Takira hat was dabei. Ist etwas passiert? Guck mal, als ob. Takira war immer so besoffen. Aber gucken wir auch mal kurz rein, ne? Aha, hier, den haben wir auch nicht durchsucht, ne? Müssen wir auch nochmal nachholen. Durchs aggressiv, das wundert mich nicht, ey. So, Leute. Habt ihr gut gemacht. Sehr schön. Zack, zack, fertig. Werkstatt. Nachdem alle Werkzeuge wieder an ihrem Platz sind, musst du noch jeden der Gefangenen einzeln durchsuchen. Habe ich doch gemacht. Am unteren Bildschirmrand siehst du manchmal Augensymbole. Das bedeutet, dass du von einem Gefangenen oder von einem Wärter beobachtet wirst. Die Zahl neben dem Symbol gibt an, wie viele Gefangene bzw. Wärter es sind. Wenn du die Schmuggelware für dich behältst, während du von einem Wärter beobachtet wirst, könnte das in einem recht unangenehmen Gespräch enden. Gleiches gilt für Gefangene, vor allem wenn es ihre Schmuggelware gewesen ist. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir immer Leute sehen, die, also, dass wir da auf die Augensymbole achten, ne? So, wir gucken mal ganz kurz. Ich meine, wir haben euch zwar gerade schon durchsucht, aber doppelt hält besser. Takira hat nichts dabei. War das so schönes Nix, alles klar? Wie sieht's mit dir aus? Wo zum Teufel hast du die her? Ich hab dir die... Leck mich! Ihr wollt's nicht anders. Mitkommen. Guten Morgen, Herr. Jetzt tu mir das nicht so, als hättest du ein Gedächtnis von der Fliege hier. Komm, Abfahrt. Und nicht im Gänseschritt hier. Tempo, Tempo, Tempo. Ich sag, ich warne dich, ne? Ich warne euch alle. Mitkommen. Wenn ich einmal hier sehe, mit einer falschen Bewegung, ne? Ihr werdet so am Arsch sein, meine Freunde. Ihr seid so dran. Lass mal ganz kurz gucken, wie wir Zigaretten bekommen. Das wäre halt nicht schlecht. Ich glaube, die müssen wir irgendwo hernehmen, oder? Werkstatt, Feierabend, Feuer, Waffen, Knüppel. Können wir uns das überhaupt irgendwie angucken? Nee. Wir müssen uns wahrscheinlich irgendwie umschauen. Halt! Junge, dann hör doch mal auf, dir Pfeilen da reinzustecken. Du willst ein paar auf die Schnauze, Junge. Wenn du das nochmal fragst, dann kriegst du gleich eine auf die Schnauze. Drecksau. Viel zu aggressiv, die Menschen hier, ne? Da müsst ihr noch ein bisschen was lernen, du. Weg mit euch. Aber ganz schnell. Ist es so? Drecksack. Wollt ihr mich doch verarschen hier, oder was? So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir für Heike hier Zigaretten bekommen, ne? Weil sonst sind wir, glaube ich, am Arsch. Wir haben jetzt zum Glück ein bisschen Freizeit. Das heißt, wir können uns ein bisschen umschauen. Meint ihr, wir können die vielleicht von einem Wachmann bekommen? Zigaretten und so? Warte mal. Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er ja Zigaretten. Hä? Geh weg und schau mal, wo du eigentlich sein solltest. Ey, gib mir Zigaretten, Alter! Du bist sowieso schon durch. Ich glaube, du solltest auf... Okay, erst klar. Ich glaube, dafür reicht unser Rang noch nicht. Kann das sein? Die respektieren uns alle nicht hier. Oh, come on. Weg aus meinem... Alter, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Werkstatt. Wir müssen in den Besprechungsraum oder so. Aber ganz, ganz schnell. Kantine. Ich habe nichts mit euch zu tun. Oh nein. Ich muss euch bestimmt gleich zum Essen begleiten, oder? Fuck. Gefängnishof. Nein, warte mal, ich muss in den... Ich muss in den... In den, Besprechungs... Nee, das ist nicht der Besprechungsraum. Das ist was anderes da. Da werden wir unsere Schicht ablegen. Umkleideraum. Ja, das auch nicht. Wachzimmer. Hier kannst du mit deinen Kumpels ein wenig von der Arbeit relaxen. Halte auch schon nach ein wenig Unterhaltung, wie beispielsweise ein Kartenspiel ist oder Dart. Aber gibt's hier vielleicht Zigaretten, Leute? Kann ich euch die nicht abkaufen, oh, irgendwie so oder sowas? Ja. Ich brauche Zigaretten, Mann. Ich will keine Donuts. Scheiße. Manchmal muss man Luft holen, ja. Vor allem sollte man nicht aufhören zu atmen, ne? Das ist, wie soll ich denn Zigaretten bekommen? Vielleicht kannst du die Schränke durchsuchen. Meinst du in der Umkleide? Büro des Direktors. Was haben wir hier? Krankenstation. Na?
Alles gut überstanden, oder was? Scheiße, ich krieg keine Zigaretten. Schießstand, nee. TV-Raum. Zigaretten? I was walking with a group of prisoners back to their cells for lockup after dinner. Get hit by inside the face. Okay, alles klar. Fluid of some kind. Blinded me. Ich brauche Zigaretten. Wie viel muss ich an der Wache zahlen, um die Dartscheibe für meine Zelle zu kriegen? Ich glaube, dafür ist es noch etwas zu früh. Ich versuch's nochmal im Umkleideraum. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Warte mal. Durchsuchungsraum. Haben wir hier vielleicht immer drin? Nee. Mit etwas Glück bekommen wir gleich eine Durchsuchung. Und dann können wir quasi da Zigaretten... Ja, wobei Zigaretten dürfen wir nicht festhalten, ne? Zigaretten dürfen die ja eigentlich haben, glaube ich. Guck mal in der Werkstatt. Warte. Wir gucken erstmal hier, ob wir hier reingucken können. Notfallbox. Was ist das? Hä? Ich kann hier keine Türen öffnen, ne? Scheiße! Mann, Heike, ey, mit deinen scheiß Aufträgen, ey. Warum nehme ich das auch an? In der Werkstatt. Wo geht's hier lang? Hier geht's nach draußen, ne? Zu den Todeszellen? Boah, Alter, kann von euch jemand eine Todesstrafe? Also... Werdet ihr hingerichtet? Hallo, Direktor. Sind Sie gerade anwesend? Haben Sie zufällig Zigaretten hier? Ich wollte gerade sagen, wenn Sie Zigaretten haben dürfen, warum soll ich die dann schmuggeln? Das macht gar keinen Sinn. Fuck, Alter. Wir brauchen Scheiß. Snackautomat. Hier gibt's aber kein Zigarettenautomat, ne? Glaube ich. Alles gut hier, ist das so, ja? Ich glaube, Zigaretten finden wir hier nicht, Leute. Wir können auch mit den Leuten nicht sprechen. Fuck, Alter. Keine Zigaretten. Ich kann dir den Schwamm nehmen, das ist aber auch alles dann. Aber Zigaretten? Gibt's vielleicht im Pausenraum einen Zigarettenautomat? Aber den hätten wir doch gesehen, oder nicht? Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, wie spät... Ich kündige aus... Ja, ist ja gut. Da, wo die Werkzeuge sind? Nee, hör auf, mach keinen Scheiß. Tobi? Grenzwärter mit einem Augensymbol über ihren Köpfen, dies ist ein Zeichen dafür, dass dieser Wärter äußerst aufmerksam ist. Mhm. Wenn sich etwas Illegales in deinem Inventar befindet und du dich in Sichtweite eines aufmerksamen Wärters befindest, wird über seinem Kopf ein Fragezeichen angezeigt, das sich mit der Zeit rot färbt. Wenn du dich nicht aus dem Sichtfeld entfernst, ändert sich das Fragezeichen-Symbol schließlich in ein rotes Ausrufezeichen und der Wärter wird dich ansprechen und eine Durchsuchung anordnen. In dieser Situation musst du entweder versuchen, ihn zu bestechen, auf seine Barmherzigkeit zu zählen oder etwas aus deinem Inventar zu opfern. Ach du Scheiße. Ja, ihr seid ja alle freundlich, ne? Das ist ja nichts, ist ja alles wunderbar. Hey, können wir jetzt eigentlich zu euch schon hingehen und Heike die Zigaretten geben? Heike! Heike! Wenn der immer noch im Scheißhaus sitzt, ne? Ich wollte schon sagen, ey. Nabend! Der riecht die doch bis hier. Wir haben nichts verbrochen. Wir gehen nur zu unseren Häftlingen. Alles wie immer. Also, sorry, dass ich dich jetzt hier beim Scheißen störe, ne? Aber ich... Danke, Wärterlein. Wenn du mich noch einmal so nennst, ne? Dann ist vorbei. Vergisst du da nicht etwas? Ja, meine Bezahlung, Junge. Was mit meinem Teil des Deals? Wenn ich noch einmal darüber nachdenke, dann nicht wirklich. Denk dran, deinen Jungs von meiner Großzügigkeit erzählen. Wie, $40? Was ist mit den 80? Was denn erwähnt, Hardy, hä? Verarschen oder was?
Nimm es und lass mich in Ruhe, ja, besser ist. Glaube, hackt. Nabend. Freizeit. Das haben wir doch gut gemacht. Wir müssen irgendjemand müssen wir. Lincoln Daniel. Der hat gerade an die Wand gepisst. Sag mal, Daniel, geht's dir gut, Alter? Machst du die Augen zu, wenn du Butterbrot isst, oder was? Was ist das denn hier für eine Scheiße? Wer wohnt denn hier in der Zelle? Dobby, ja, da war mir klar. Abend. Brauchst nicht aufstehen, wenn du mich siehst, alles gut. Abend. Du könntest mal da vorne sauber machen. Also, André, guck mal, ja, wobei André hat das, glaube ich, nicht gelernt, oder?